Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von der Uncharted-Reihe. Heute geht es los mit dem zweiten Teil, Uncharted 2 Among Thieves. I did not tell half of what I saw, for I knew I would not be believed. Marco Polo auf seinem Todesbett. Das kommt meiner Meinung nach die beste Szene. Wirklich seine Identität als Nathan Drake. Was ist denn hier los? Das ist mein Blut. Mein Blut, verdammt viel von meinem Blut. Mit dem Original, mit dem Englischen. Wäre lustig geworden, wenn man jetzt, wenn das jetzt sowas wie ein Schnellzeit-Event gewesen wäre, wo man jetzt sehr schnell hätte reagieren müssen. Und wenn man nicht gemacht hätte, wäre man draufgegangen. Das wäre sehr, sehr schön gewesen. Aber ich finde diesen Teil generell sehr gut. Ich habe eine. Ich habe mir noch nicht gespielt. Ich habe mal bis kurz hier noch angespielt, kurz. Aber ich muss sagen, ich finde den Teil sehr gut. Also, ich bin praktisch gesehen nur hier das Teil hochgeklettert, hatte gedacht, meine Aufnahme läuft schon. Und was war meine Aufnahme? Ist okay, komm. Ich kann jetzt schon sehen, wo ich her muss. Und jetzt hier hoch und jetzt durch das Innenraum. Er sollte sich kurz ausruhen. Aber nein, er macht weiter. Hier muss ich jetzt hoch. Ah, das finde ich auch sehr gut, dass die hier einem den schon mal das mit dem Klettern erklären. Aber warum er da nicht einfach hoch kann und warum er hier jetzt nicht einfach so mal rechnet, was man ihm sagt, ist mir wirklich ein Rätsel. Und das Schöne ist, im Gegensatz zum ersten Teil erkennt er auch, wenn er mal an einer Kante steht, dass er auch an einer Kante steht, weil im ersten Teil war es ja noch so, dass er dann einfach nur weitergeklettert ist. Warte, dann ist er einfach nur den Hang runtergerollt. Gut, das kann zwar hier und da zu nervigen Stellen führen, wo er dann irgendwo hinklettern will, wo er hin soll. Aber, das ist auf jeden Fall besser gemacht. Das macht. Da gehört wirklich viel zu so einem Teil zu verbiegen. Richtig viel, ohne es abzureißen, nur zu verbiegen. Gerade nicht geschafft, aus eigener Kraft sich aus einer Bettenlage rauszukriegen. Er hat doch da so ein. Er hat so ein Kletterteil. Er hat so ein Eispick. Von der Seite gehabt. Warum hat er den nicht benutzt? Ganz allein, Seemann? Harry Flynn? Hey! Was zur Hölle machst du denn hier? Ich hab dich gesucht, Mann. Oh oh.
Sollte ich mich freuen oder lieber nicht? Von beiden ein bisschen. Komm her. Ich habe einen Job für uns. Ach ja? Ein Kunde will uns ein kleines Vermögen teilen, wenn wir ihm ein ganz bestimmtes Objekt beschaffen. Und weiter? Tja, und jetzt kommt der Haken. Oh nein, du bist ja verrückt. Ja, lass mich ausreden. Wir beide kennen zwei Typen, die beim Einbruch ins Museum draufgegangen sind. Der es geschafft hat. Gerade so. Ich schaff das nicht ohne dich. Du bist der Einzige, der da reingekommen ist und weiß, dass man zwei für den Job braucht. Nein, nein, nein. Drei braucht man. Ja. Und wo wir gerade vom Teufel sprechen? Chloe Fraser. Nate Drake. Nathan Drake. Hallo, Harry. Chloe ist einer der besten Fahrer in dem Geschäft. Das kannst du mir glauben. Bestimmt. Pass auf. Ich habe alles geplant. Rein durch die Kanalisation. Kann's kaum erwarten. So kommen wir in den Hof und von da klettern wir dann die Mauer rauf. Überqueren das Dach und lassen uns in die Ausstellungshalle runter. Und bingo. Und wozu der ganze Aufwand, fragst du dich sicher? Tu ich nicht, aber nur zu. Das ist es? Eine Öllampe? Ja. Die ist wertlos. Was soll das? Haben wir uns auch gefragt. Genau deswegen sind wir hier. Tja, er arbeitet wohl für einen Spinner, einem Sammler, mit einfach zu viel Zeit und zu viel Geld. Und ganz nebenbei erwähnt, das ist es nicht wert. Jetzt wart doch. Wie steht's denn so mit deinem Schullatein, Nate? Woher hast du das? Ausgeliehen. Von dem Spinner, der zu viel Geld hat. In Trabesund wurden wir von Dieben überrascht. Vater, Maffeo und mir wurden die Schätze gestohlen. Das Schriftstück ist von Marco Polo. Ja, so weit waren wir auch schon. Stell dir vor. Dummerweise ist der Rest davon Unsinn. Hey, Moment. Damit sie niemals in falsche Hände falle, verbarg ich meine Sorge am unwahrscheinlichsten Ort. Das Licht des großen Khan hütet das Schicksal der 13. Sag ich doch, totaler Blödsinn. Er meint die verschollene Flotte, verstehst du? Ja. Hallo, klärt mich bitte jemand auf? Marco Polo verlässt China. Mit 600 Passagieren und 14 Schiffen voller Schätze von Kublai Khan. Und anderthalb Jahre später erreicht er Persien. Mit nur noch einem Schiff und nur 18 Passagieren. Und dabei hat er jeden einzelnen Schritt seiner Reise notiert. Nur nichts über die Schiffe und die Passagiere. Also sind da irgendwo 13 Schiffe mit den Schätzen des Kaisers, die nur gefunden werden müssen? Ja, und das weiß auch euer geschätzter Kunde. Hier, die Lampe. Voller mongolischer Schriftzeichen. Ganz bestimmt ein Geschenk von Kublai Khan. Das Licht des großen Khan hütet das Schicksal der 13. Marco Polo hat was in der Lampe versteckt. Ein Hinweis, wo seine Flotte geblieben ist. Und wir hauen den Typ übers Ohr. Verlass dich drauf. Keine Frage. Bist du dabei? Aber klar doch. Was soll denn schon schief gehen? Jetzt frage ich mich, genau das wollte ich bewusst haben, ob das jetzt Flashback-mäßig weitergeht, dass man jetzt erstmal so ein paar Meter geht, dann wieder ohnmächtig wird und dann erstmal wieder das macht. Aber ich habe einen Schatz gesehen hier vorne. So eine Art Zeitpunkt wäre toll gewesen. Wo das wieder zu. Wenn du hier durchgehst, dann kannst du schön vergessen, das Spiel weiter zu spielen. Eins, was ich sehr schade finde, das macht der vierte Teil aber gut, ist Spuren am Schnee zu hinterlassen. Ich habe den dritten Teil noch nicht bis zu dem Punkt, wo man in der Wüste ist, gespielt, weshalb ich nicht weiß, ob der Spuren im Sand hinterlässt. Aber es ist visuell viel besser aus als der erste Teil. Da ist noch was. Und Schatz. Das hier muss ich jetzt öffnen, weil was...
Okay. Ich nehme das hier übrigens auf einen Tag, nachdem ich die Dingens beendet habe. Das erste war ja klar. Und das habe ich ja schon eine Woche bevor die letzte Folge vom ersten Spiel rauskam abgeschlossen. Erlebt! Aber bis zum Karma. Aber bis zum vierten Teil hat sich hiervon nichts wirklich verändert, wie das Waffenmenü funktioniert. Das finde ich so gut, dass das so schön zeitlos bleibt. Einige sagen zwar, es ist antiquiert, das ist so blöd, in anderen Spielen kannst du den ganzen Waffenshop mit dir trainieren. Und ich finde, nee, so zwei Waffen, das reicht. Das macht das viel, viel besser. Und dass man die bei gewissen Punkten auch verliert, das finde ich einen sehr guten Balancing Act. Dass man beispielsweise nach einem tiefen Sturz, der ist zwar gescriptet, aber dass man da mal eben ganz schnell die jetzt geht's entweder mit dem nächsten Rückblende weiter. Ja, es geht mit der nächsten Rückblende weiter. Hallo. So viel zum Vorspiel. Erklärst du mir vielleicht mal, was hier los ist? Du meinst mit Flynn? Ja, du hast nichts gesagt. So war's doch viel lustiger. Egal. Du bist nicht gerade das, was man leicht zu finden nennt. Besser als leicht zu haben. Oh, er ist eifersüchtig. Vergiss mal nicht, wer hier wen im Stich gelassen hat. Du hast gar kein Recht, eifersüchtig zu sein. Jetzt mal langsam, Chloe. Wenn es dich beruhigt, meine Beziehung zu Flynn ist rein geschäftlich. Ach ja? Meistens jedenfalls. Boah. Als mir klar wurde, dass er tatsächlich eine Spur hat, habe ich mir gedacht, du wärst gern mit von der Partie. Was hast du vor? Wie abgemacht. Wir ziehen es durch, suchen die Schiffe und hauen mit dem Schatz ab. Mit Flynn? Mhm. Und dann? Und dann teilen wir alles durch drei und du und ich verschwinden. Zusammen diesmal. Verstehe. Bis dahin darf er nichts von uns wissen. Nichts über diesen Flip aus vor Freude. Das Fall wüsste, wird er schon überleben. Vertrau und mir. Und auch über den fünften Teil wüsste, würde ich jetzt sagen, ich traue dir nicht. Aber ich traue Flynn nicht, denn ich weiß, was er hat. Ah, glücklicherweise, die Rückblende war noch kurz. Ach, das wird mal wieder so eine stundenlange Episode sein, bis das Kapitel durch ist. Ich glaube aber, wenn ich beim vierten Teil ankomme, werde ich sehr schnell die Lust an dieser Reihe verlieren. Ich mache nämlich nur den ersten bis zum vierten Teil, den fünften, besser gesagt. Ich habe schon total vergessen, wie der fünfte Teil heißt. Der fünfte Teil ist wirklich nichts für mich. Und der vierte, der gefällt mir auch nicht, weil ich den schon 23 Mal durchgespielt habe. Also, man kann es jetzt so sagen. Man verlässt mehr oder weniger Spuren, aber die bleiben nicht verbekommen. Thank you.
Packst du das auch? Mit einer Waffe ging's mir besser. Die brauchen wir nicht. Nur für den Notfall, mein. Flynn, das sind nur Museumswerte. Mit festgelegten Kontrollrouten, bleib cool. Bleib cool? Bleib cool? Warst du schon mal in einem türkischen Gefängnis? Wenn die uns erwischen, sperren sie uns ein und schmeißen den Schlüssel weg. Das ist dir doch hoffentlich klar. Das ist mir klar. Naja, dich macht sowas vielleicht an, aber mich nicht. Wir können uns keine Fehler leisten. Klar? Keinen einzigen. Wir sind da. Zwei, drei Meter weit unter weg. Hier lang. Was machen wir, wenn sie die Wachen wechseln? Das sehen wir, wenn es soweit ist. Wir können doch nicht völlig planlos vorgehen. Ich bin nicht planlos, ich improvisiere. Ach, so nennst du das? Ja, ich bin anpassungsfähig. Anpassungsfähig? Was für ein Angeber. Da. Was habe ich gesagt? Dieser Gang führt uns direkt unter das Museum. Du hattest recht. Vertrau mir doch einfach, Kumpel. Okay, und den hier nehme ich. Und denk dran, wir kommen nur durch den Turm in die Ausstellung. Aber bei dem Flutlicht kommen wir nicht weit. Ich kenne den Plan. Sorg einfach dafür, dass der Strom aus ist, wenn wir den zweiten Hof erreichen. Die Lichter werden aus sein. Ich warte mit dem Wagen am Treffpunkt. Ihr müsst nur dafür sorgen, dass ihr rechtzeitig da wieder rauskommt, okay? In Ordnung. Okay, genug geredet. Packen wir es an. Chloe. Wir sehen uns später. Kann's kaum erwarten. Oh, schön. In den Zwischensequenzen kann ich mit Fiak sofort den Kapitel einstellen. Weißt du wirklich, wo es lang geht? Hast du Zweifel? Ein tolles Gefühl, wenn das Wasser die Jeans so glitschig macht. Okay, weird. Wie in alten Zeiten, oder? Ja, wann waren die noch gleich? Ich finde diese Physik in der Realität auf diesem Spiel. Das kann nicht sein. Wir sind irgendwo falsch abgebogen. Hey, wetten, dass wir da genau in den Heizraum kommen? Und dann sind wir drin. Wie Papa Errol, was? Was? Na, Flynn. Was soll das? Hilf mir einfach. Ah, hier wird man los geht's. Zu der Schiffer, zu Danke. Der Räuberleitermechanik aus den späteren Spielen. Fast da. Bist du bereit? Ohne Fleiß kein Preis. Auf geht's. Alles klar. Greif mal die Leiter da oben. Für diese paar Meter haben die jetzt einfach das Funkgerät gebraucht. Ja. Haben sie dir runtergeworfen. Hm. Okay, hier geht's zum Hof. Nein, da gehen wir nicht lang. Ich brauche meine Haut noch. Okay, hier muss es irgendwo ein Absperrventil geben. Vielleicht findest du es ja. Das kann ja eigentlich nur da unten sein. Oder? Nee. Komme ich denn dieses... Nein,
Okay, ich glaube, hier werde ich allerdings die Episode auch abbrechen, denn das wird ein bisschen länger dauern als nur eine Stunde. Deshalb wünsche ich, dass das Video euch gefallen hat. Die nächste Folge geht demnächst weiter. Und bis dahin, auf Wiedersehen.